Herzlichen Dank, Boris Kochan. Herzlichen Dank der TGM auch für die Einladung. Ich mache jetzt hier trotzdem mal das Mikro frei. Geht das so? Ja? Super. Boris, du warst nicht der Einzige, der darauf gewartet hat. Es hat wirklich eine Weile gedauert. Ich habe 3 Jahre gearbeitet an der Schrift. Jetzt ist sie rausgekommen im Dezember bei Fontshop unter dem wahrscheinlich längsten Font-Namen, den es gibt. Ich müsste das mal abklären, ob das wirklich so ist, FF Ernestine. Und der Name sagt schon so ein bisschen, was die Schrift eigentlich ist für mich, was sie auch werden sollte. Eine ernsthafte Schrift, aber ein bisschen verspielt, ein bisschen lächelnd, aber vor allem eine Schrift, die wirklich, die funktioniert, die robust ist, die stabil ist und dabei aber nicht humorlos wird. Es ist also ganz kurz, schnell so ein bisschen die Rahmenbedingungen sozusagen des Designs. Es ist also eine kontrastlose Schrift, es ist eine Monoline. Was ich mit klare Zeichnung, ist so ein bisschen komisch ausgedrückt, was ich damit meine, ist, das hat jetzt nicht so 100.000 Mini-Details und kleine Kürfchen und so, sondern es ist eigentlich alles sehr, sehr exakt, sehr klar gezeichnet, ohne dass es natürlich geometrisch konstruiert wäre in dem Sinn. Es ist eine serifenbetonte, die Serifen sind aber so leicht abgeschrägt, das macht sie einfach im Text ein bisschen weicher. Und vielleicht das auffälligste Merkmal sind auch diese Kugelendungen, die heißt so, oder Ball Terminals, ich rede mal nicht über Schrift auf Deutsch, die so ein bisschen freundlicher machen, ein bisschen femininer vielleicht auch machen. Und vieles an der Schrift ist darauf ausgelegt, dass sie in kleinen Größen auch funktioniert. Das heißt, die Öffnungen sind weit, die Innenräume sind groß, Akzente und I-Punkte und sowas sind deutlich und groß gestaltet. Und dann gibt es dann immer noch so ein bisschen die Spezialsachen, also das G ist so ein bisschen der Love it or hate it Glyph, den ich auch mit voller Absicht so ohne Alternative drin gelassen habe. X-Höhe ist relativ groß, die Versalien sind relativ kurz, relativ breit. Es gibt 2 Größen von Kapitälchen, was einfach so ein bisschen Zugewinn noch an Vielseitigkeit ist. Und rausgekommen ist eigentlich eine Schrift, die klar wirkt, offen wirkt und im Text funktioniert. Und sie funktioniert eben auch in sehr kleinen Größen. Das ist von einem Offset-Print, den ich ganz am Ende vor der Produktion noch gemacht habe. Das ist 4-Punkt-Text da in der Ecke. Und der ist wirklich, also ich habe das Ding original dabei, wenn das nachher jemand sehen will, man kann es wirklich lesen. Also es hat jetzt auch, ich weiß jetzt von einem Juristen, der sie lizenziert hat, ich warte noch auf die erste Packungsbeilage, also so kleingedrucktes, freundlich lesbar machen, könnte ich mir vorstellen, dass sie das ganz gut hinkriegt. Das wird jetzt nicht so episch, wie das hier aussieht, aber angefangen hat die Schrift als mein Studienprojekt. Das kommt das doch mit Basel und Zürich. Also ich komme aus Basel, ich habe in Zürich den Nachdiplomkurs Schriftgestaltung gemacht. Das ist jetzt die Schlusspräsentation. Und da hat eigentlich Ernestine so den Anfang genommen. Ich habe den Kurs angefangen im Herbst 2008, was deswegen ein bisschen doof ist, weil ich mich 2008 auch selbstständig gemacht habe. Und ich bin da so reingerutscht und dachte, Nina, du hast keine Zeit, du machst jetzt irgendwas Managebares, du machst jetzt kein Monsterprojekt. Und es ist total hinten rausgegangen, weil Ernestine ist das größte Projekt, was ich je gemacht habe. Und ich bin froh, dass ich das vorher nicht wusste, sonst hätte ich nämlich nicht angefangen. Am Anfang wollte ich eigentlich diese alte Akzidenzschrift digitalisieren. Das hat inzwischen jemand anders gemacht. Ich fand die irgendwie so hässlich, dass sie schon wieder cool ist. Also so diese furchtbaren Proportionen. Und habe dann aber ziemlich schnell gemerkt, dabei lerne ich nicht so viel und das macht doch nicht so viel Spaß. Und dann habe ich angefangen, Serifen dran zu kleben und eigentlich versucht, ausgehend davon was Eigenes zu machen. Ich kann nicht so wahnsinnig gut von Hand zeichnen. Ich bin dann ziemlich schnell auf FontLab übergegangen und habe da eigentlich die ganze Schrift digital entwickelt. Und ja, die Schrift hat sehr schnell meine gesamte Wohnung in Beschlag genommen und auch meine gesamte Zeit, also vor allem die Nächte. Und in welchen Kontext bin ich da reingekommen? Also diese ganze, gab ja jetzt in letzter Zeit so ein bisschen eine Welle an freundlichen Serifenbetonten. Das gab es, wo ich angefangen habe, gab es die Welle eigentlich noch nicht. Also ich habe das nicht daraufhin geplant. Das ist eine Ästhetik, die ich immer schon
die mir eigentlich immer schon nahe war. Es geht sehr lange zurück. Es geht ungefähr 30 Jahre zurück. Ich habe nämlich vor ziemlich genau 30 Jahren mit der mechanischen Schreibmaschine meiner Mutter lesen und schreiben gelernt. Die schreibt so, also die Schreibmaschine. Und die habe ich jetzt nicht bewusst wieder rausgekramt, aber das ist einfach so eine Ästhetik, die so in meinem Empfinden einfach sehr tief drin ist. Und es gibt durchaus ein paar Sachen, die ich daran bewusst jetzt wieder hervorgenommen habe. Und zum Beispiel, da rechts sind jetzt die Ziffern von der Ernestine, da sieht man, es sind ein paar Sachen drin, die deutlich auf solche Schreibmaschinenvorbilder eben zurückgehen. Beispiel eben diese Ziffern, die so leicht nach oben und unten ausschwingen. Ich habe mir dann auch Schriften angeguckt, die von Schreibmaschinen-Schriften ausgehen. Also American Typewriter finde ich immer so ein bisschen schlimm gut. Also es ist ein furchtbares 70er-Jahre-Zeug, aber irgendwie hat es trotzdem einen Reiz. Das ist das Alphabet von Frutiger für das Centre Georges Pompidou in Paris. Und wenn ich sage, ich mache eine Monoline mit Kugelendungen und eine Serifenbetonte, sagen wir mal, oh, das ist ein bisschen wie Archer. Ist sie eigentlich nicht. Also ich habe Archer am Anfang schon auch angeguckt, habe aber ziemlich schnell gemerkt, dass ich die vor allem angucke, um zu sehen, was ich nicht machen will, weil Ernestine da rechts halt wirklich mehr eine Textschrift ist, von den Proportionen her ganz anders ist und eigentlich weniger darauf geeicht ist, dass sie in so groß hübsch aussieht. Deswegen ist das eigentlich falsch, was ich hier mache. Sondern eher darauf, dass sie halt in klein wirklich funktioniert. Ich war dann, jetzt kommt sozusagen das nächste Kapitel, vor 2,5 Jahren im Sommerurlaub in Armenien, was mich unglaublich geflasht hat, also vor allem von der Typokultur her, es war ein Alphabet, was ich vorher nicht kannte, eine sehr reiche Schriftkultur. Ich habe da meinen armenischen Kollegen Haran Papasan kennengelernt in live, der mir online schon viel so an Feedback gegeben hatte. Und aus dieser Begegnung und kam dann eigentlich eine Zusammenarbeit raus, die zur Folge hat, dass wir jetzt eine Familie haben, eine Schriftfamilie, also nicht wir eine Familie haben, sondern eine Schriftfamilie haben. Das sind so, das wird jetzt alles gefilmt. Ja, schon eine. Es gibt also zu diesem lateinischen Grundschnitt hier links ist dann die Kursive gekommen, in der Mitte, die ich gezeichnet habe, und der armenische Schnitt, den Hrant gezeichnet hat. Die beiden haben wir quasi parallel entwickelt. Und das Schwierige eigentlich war daran, dass ich wollte einen armenischen Schnitt haben in der Familie, und Hrant hat gesagt, du kannst ein armenisches Alphabet, kannst du in diese Proportionen nicht reinquetschen, das bringt keinem was. Also es ist weder lesbar noch schön. Und da kam dann dieses Familienkonzept bei raus, dass die Kursive im Grunde genommen wie so eine Art Scharnier ist zwischen diesen beiden Grundschnitten. Das heißt, die hat die vertikalen Proportionen von der Roman, und sie hat den sehr leichten Neigungswinkel und diese Semiserifenstruktur von der armenischen. Und dadurch lässt sie sich mit beiden eben harmonisch verbinden. Man kann die entweder als Kursive benutzen, das ist eine relativ sanfte Kursive, liest sich aber sehr angenehm auch über längere Strecken. Und man kann sie auch mit der armenischen verbinden, also wenn man zum Beispiel einen armenischen Text hat, da kommt nur so ein bisschen Lateinisch drin vor, kann man das eigentlich sehr schön mit der Kursiven machen. Ja, wir haben das dann weiterentwickelt, das ist dann alles so ein bisschen immer mehr geworden. Ja, also es gibt Kapitelchen, dann gibt es die kleinen Kapitelchen, natürlich immer alle mit allen allen Akzentzeichen und Ziffern und Interpunktionen und was alles so dazugehört. Dann Ziffern, gibt es dann auch die normalen Versalziffern, gibt natürlich auch Kapitelchenziffern, Bruchziffern, Ligaturen, normale Ligaturen, bisschen ausgefallenere Ligaturen. Es gibt auch diese, ich weiß mal nicht, was Contextual Alternates auf Deutsch heißt, kontextbedingte Alternativglyphen. Ja, das ist alles so ein bisschen, es mündet dann in sowas. Ja? Also das ist jetzt das Character Set von Ernestine, FF Ernestine Pro Regular. Sind also knapp 1200 Glyphen pro Font.
das dann in 8 Schnitten. Die, also zumindest die, ich glaube, Rand hat irgendwas Kleines mal interpoliert, wenn es mir recht ist. Ich habe alles gezeichnet. Also kann man sich ausrechnen, es war schon ein bisschen Arbeit. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ja, die ist im Dezember 2011 ist sie dann rausgekommen bei Fonshop, was auch so natürlich ein kleiner Dream come true ist, so, wenn sowas dann gleich klappt. Ich habe zum Launch dann noch eine Webseite gemacht, wo jetzt noch nicht alle Info drauf ist, die wir eigentlich drauf haben wollen, aber wo man sich die Gute auch noch mal ein bisschen genauer angucken kann. Und es ist cool, also es kam schon einiges jetzt an Reaktionen. Und ich muss sagen, ich finde es wirklich, ich verstehe jetzt, was Schriftgestalter sagen, wenn sie sagen, das ist so schön, wenn man die Schrift dann draußen sieht und dann machen Leute Zeug damit. Weil jetzt schon ein paar Projekte eigentlich entstanden sind von anderen Gestaltern mit der Ernestine, die ich so nicht gemacht hätte, aber unheimlich spannend finde. Und es ist auch schön zu beobachten, wie sowas dann eine Eigendynamik eigentlich auch entwickelt. Ja, danke. Das ist die URL, ernestinefond.com. Wer sich weiter informieren will, da ist eigentlich alles drauf. Ja, danke.